Hallo Leute, herzlich willkommen zu Technik for Fun und heute zeige ich euch, wie eine 10-Kohle-Batterie funktioniert und wir werden auch einen Testaufbau selber bauen. Ja, da, wie ihr im Bild gesehen habt, ihr kennt wahrscheinlich 10-Kohle-Batterien, die sind anders als Alkali-Batterien, aber hier sieht man es nochmal schön, die ist geöffnet, da ist der Kohlestab und außenrum ist das Zink und drinnen ist die Mischung. Das Ganze sehen wir jetzt hier nochmal in dem Bild besser. Also wie gesagt, plus ist der Kohlestab, minus ist der Zinkkathode und drinne ist das Ammoniumchlorid. Ja, dann bauen wir das Ganze jetzt. Also dazu benötigen wir eine genaue Waage, Ammoniumchlorid, Zinkchlorid und Mangandioxid und einen kleinen Spatel, die Zinkelektrode, die Kohleelektrode. Und eine Petrischale zum Vermischen und noch destilliertes Wasser. So, jetzt nehmen wir 1 Gramm Zinkchlorid und 1 Gramm Ammoniumchlorid und 2 Gramm Mangandioxid. Achtung, das Mangandioxid ist zwar nicht wirklich giftig, auch nicht gesund, aber es färbt übelst. Also nicht irgendwie an die Klamotten kommen, sonst habt ihr da ganz schöne Flecken, die nicht mehr rausgehen. So, noch ein bisschen jetzt für die chemischen Formeln, also was da vor sich geht. Die OH-Ionen reagieren mit dem Ammonium, ihre Ionen, und dadurch entsteht Wasser und Ammoniak. Ja, ich will jetzt auch nicht zu viel über Chemie und so labern. Ihr seht hier schön die Voltzahl. Ist ganz normal wie bei einer normalen 1,5 Volt Batterie. Und ihr seht schön, wie sie funktioniert. Und wir machen jetzt einfach nochmal einen Ampere-Test. So. Und wie wir sehen. Okay, irgendwas stimmt da gerade nicht. Ah. Muss nochmal anders einstellen. So, knapp 50 bis 60 Milliampere. Also das ist für einen kleinen Testaufbau schon ganz gut. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da und dann tschüss, bis zu einem weiteren Video von mir.